Leute, da sage ich mal Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 15. Heute spielen wir gegen den Hamburger SV, gegen den wir ja, also theoretisch hätten wir beim Hamburger SV anheuern können, hatte ich ja schon gesagt, am Anfang der FIFA-Saison. Aber, wie wir alle wissen, oder besser gesagt nicht wissen, oder wie auch immer, der Hamburger SV ist in der ersten Liga geblieben. Das heißt, logischerweise, richtig, wir sind nicht bei Hamburg gelandet und theoretisch könnten wir nächste Saison wirklich zum Hamburger SV gehen, weil die haben ja echt immer mal wieder, also das Real Hamburger SV, immer mal wieder Probleme, was dann auch hier in diesem Spiel realistisch das macht. Andersrum können wir natürlich auch überlegen, ob wir jetzt sowas zu AC Mailand zum Beispiel oder Neapel oder den AS Rom, also das sind ja richtig namenswerte Namen. Auch der VfL Wolfsburg, zumindest für mich persönlich wäre der VfL Wolfsburg für nächste Saison, wenn wir jetzt das machen sollten, also sozusagen Ingolstadt verlassen, der VfL Wolfsburg ein sehr attraktiver Verein, würde ich mal sagen. Dann sind wir jetzt, glaube ich, dann beim 5. Verein in der Bundesliga irgendwie fest. Nee, ich glaube der 4. Ja, es ist der 4. Der erste war Schalke, dann sind wir zu Manchester gegangen. Von Manchester sind wir zu Bremen gegangen, von Bremen nach Ingolstadt. Das ist dann der 4. Ja, Wolfsburg nur auf Platz 12. Ja, wir sind auch weiterhin ungeschlagen, FC Schalke 04 aber auch. So, und wir haben jetzt 7 Gegentore und da kann man auch auf jeden Fall schon mal links und rechts auf die Schulter klopfen und das klappt schon. Wir spielen jetzt gegen Hamburg. So, ohne Wenn und Aber, wir spielen gegen Hamburg, wir spielen zu Hause gegen Hamburg, das ist ja auch noch eine schöne Sache. Wir haben ja sowieso noch mit dem Hamburger SV einige Rechnungen offen. Ich sage nur mal, die Hamburger müssen in Weiß spielen. Ich sage nur Chelsea London, da hatten wir ja gegen Hamburg in London das große Problem. Das könnt ihr euch sonst nochmal angucken. Das ist sogar in HD, Leute, weil ich das ja alles nachkommentiert habe. Das mit dem HD-Aufnahmen habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Möchte ich auch für die Neulinge jetzt hier auch nochmal gerne erklären. Die HD-Aufnahmen sind zwar meinerseits möglich, aber nicht regelmäßig. Das heißt, theoretisch, ich könnte dann sagen, so von wegen, ja, ich nehme zweimal, also zwei Teile pro Woche auf. Das heißt also beispielsweise Mittwoch und Samstag und dann habt ihr in HD die Sachen. Oder wir machen das so, wie es jetzt aktuell ist. Das heißt also nicht HD, nur 360p. Naja, muss man mit leben. Aber dafür jeden Tag. Ja, außer das Internet streikt, dann nicht. Dann habt ihr aber sowieso, dann habt ihr auf beiden Seiten nichts. Also, ja. Aber ihr wisst ja, es wird immer alles dann nachgeholt und wir werden alles nachziehen und passt schon, also los geht's gegen Hamburg! Willkommen aus der Bundesliga und damit herzlich willkommen aus Ingolstadt. Heute heißt die Begegnung FC Ingolstadt gegen den Hamburger SV. Ja, der Hamburger SV spielt im Titel mit, ja, dank dem neuen Trainer. Der neue Trainer, der jetzt mal richtig, endlich mal den Hamburger SV an der richtigen Stelle gepackt hat und den Hamburger SV zurück in die Erfolgslinie gebracht hat. Der FC Ingolstadt mit dem jetzigen Trainer ebenfalls in der Erfolgslinie, dementsprechend heute ein Topspiel im Regen von Ingolstadt. Heute spielt der Tabellenzweite gegen den 5. Also beide Teams können sich noch Gedanken machen über Champions League, können sich Gedanken machen über Europa League, können sich Gedanken machen über Meisterschaft. Schiedsrichter ist Schönlebe. Wir sind heute am 16. Spieltag. Das heißt, es ist noch sehr viel offen. Es spielt der 2. gegen den 5. Und ja, der Hamburger SV könnte mit einem Sieg Tabellenführer werden. Dasselbe gilt auch für Ingolstadt. Andersrum gilt es auch für Ingolstadt. Mit einem Unentschieden könnten sie Tabellenführer werden. Ja, wenn der FC Bayern München im gleichen Zug verliert und der FC Schalke 04 sowie Borussia Dortmund nicht gewinnen. Also, heute ein Sieg, da bist du auf der sicheren Seite. Der Hamburger SV weiterhin mit genau der Taktik, mit der Trainer philosophieren möchte. Nämlich mit Jugendmannschaftsspieler Götz und Tah hinten, die auch gefälligst spielen sollen. So der Trainer und heute wieder mit dabei von der Partie. Also der Hamburger SV heute wieder in glänzend weiß gegen den FC Ingolstadt in ihren klassischen Heimtrikots, in ihrem Rot-Schwarz. Und dann schauen wir mal, ob das heute in diesem Regen ein gutes Spiel wird oder eher ein Stolperspiel! Da trifft der Däne mal, 4. Minute, 8. Saisontreffer Cornelius!
perfekt in die Lücke gepasst. Da hat die Lücke aber sowas von geklafft. René Adler kommt dann nicht mehr zur Stelle. Der kommt dann nicht mehr an den Ball. Streckt sich so lang, wie es nur geht. Aber da kommt er sicher nicht mehr ran. Jansen mit dem Fehler. Führung Ingolstadt. Und Jansen kriegt auch nochmal Gelb für dieses Foul an Cornelius. Nachträglich. Also fast hier schon doppelt bestraft. Der Hamburger SV mit einer frühen Rückstand. Also mit einem sehr frühen Rückstand. Das hatten sie ja gegen Borussia Dortmund auch. Dann sind sie anschließend untergegangen. Dortmund führt und Hamburg hier mit der Möglichkeit. Der Schiedsrichter hebt sehr spät die Fahne. Aber es war mehr als deutlich abseits. Also Nieland da zwar zur Stelle, aber das war mehr als deutlich abseits. Das hätte, der hat, glaube ich, jeder hier im Stadion gesehen. Außer die Hamburger Fans, die beschweren sich natürlich. Da Costa. Und Hinterseher. Ja, Hinterseher jetzt heute von der Partie. Das habe ich am Anfang der Partie gar nicht gesagt. Hinterseher für Lavain. Lavain fällt längerfristig aus. Schwere Verletzung. Noch in der letzten Minute kassiert. Gegen Borussia Dortmund. Vanevic. Ah, Götz gut dazwischen gegangen. Lasogga. Und Hinterseher. Morales. Vanevic. Auf Cornelius. Der hier vor dem Sturm überall mitwirbelt. Lasogga. Badej. Guter Pass auf Ilicevic. Und Foul, Freistoß. Ingolstadt. Freistoß Hamburg. Freistoß Hamburg. Suttner mit dem Foul, Freistoß, Götz. Normalerweise eine Van der Vaart-Sache. Aber der steht im Bereich des Gefährlichen. Nämlich im 16er. Ilicic. Na, verliert den Ball, jetzt kann es ganz schnell gehen. Lecky. Ja, Tah dazwischen. Ilicic. Auf Van der Vaart, aber das hat jetzt nicht sollen sein. Morales. Und Lecky. Ja, ein wichtiger Abgang. Giroura weg. Der ist nach West Brom gegangen. Deswegen, der Trainer hatte gemeint, oh, den Giroud, den können wir zwar gebrauchen, aber jetzt in dieser Konstellation eher weniger. Deswegen hatte man ja sich für Tah hinten entschieden, der bislang eine super Saison spielt. Und heute gegen Ingolstadt das auch machen soll. Ja, das war abseits. Aber auch klar und deutlich. Da braucht man jetzt auch nicht die Lupe ansetzen. Das ist fix. 1:0 führt der FC Ingolstadt durch ein sehr frühes Tor. Aber beide Teams dabei. Aber mehr Ingolstadt dabei in diesem Regen hier. Hamburg kommt so nicht so geil. Der Hamburger SV kommt nicht so ganz mit diesem Rasen zurecht. Ist meine Vermutung. Badej und Götz und Badej. Er dribbelt sich hier super durch, aber Dribbling, das bringt dir auch manchmal nichts. Das bringt dir keinen Blumentopf am Abschluss. Cornelius. Cornelius mit dem Dribbling. Cornelius! Da rutscht er aus, der Däne. Ganz doof ausgerutscht. Das wäre vielleicht präziser gegangen, aber der war ganz hart gefährlich. Natürlich hier, da haben wir SV zahlreich mitgefahren. Die weite Reise nach Ingolstadt. Und bislang sind hier keiner. Darf sich hier enttäuscht nennen. Ja, der FC Ingolstadt, die Riesenüberraschung bislang in dieser Saison, wenn man das auch mal so sagen darf. Da hätte man eigentlich nicht erwartet, dass die um den Titel mitspielen. Aber sie tun es. Koffler. Flanke kommt. Flanke gut. Lecky, aber Adler auch gut zur Stelle. Van der Vaart. Der soll ja bis
selber mit Selbstaussagen bis zum Karriereende beim Hamburger SV bleiben. Da weiß ich nicht, das haben schon viele gesagt. Aber ob das so sein wird, das ist die andere Frage. Götz. Und Müller. Nikolai Müller auch kurz. Langer Pass doch auf Lasogga. Ja, Flanke kommt gut. Nieland aber auch. 3 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt und die sind jetzt rum. Der FC Ingolstadt führt durch ein frühes Tor hier mit 1:0 durch Cornelius. Denn der Hamburger SV hat einfach am Anfang nicht aufgepasst. Sonst wäre es hier eine Nullnummer gewesen. Die Highlights bislang, ja, das Foul in der 2. Minute, was durchgelaufen ist, sowie das Tor und das Foul von Jansen. Also da hat der Hamburger SV am Anfang einfach viel zu drastisch da reingetreten, was innerhalb dieser ersten Halbzeit dann ein bisschen anders lief. So, die anderen Teams führen alle, da brauchen wir nicht groß gucken. Die 42 Minuten gehen los. Beide Teams unverändert, zumindest aufstellungstechnisch. Und dann schauen wir mal, ob der Hamburger SV jetzt die Brechstange rausholt. Weil bislang, taktisch gesehen, haben sie es richtig gemacht. Läuferisch haben sie es richtig gemacht. Sie kamen einfach nur nicht mit dem Rasen klar. Cornelius. Auf Morales, ja. Gut dazwischen gegangen. Lasogga. Und Raphael van der Vaart. 4 Mann angezogen. Müller. Nikolai Müller mit der Chance. Aber die hat er jetzt nicht nutzen können. Der FC Bayern München führt 3:1 gegen die TSG Hoffenheim. Also, die Bayern Tabellenführer damit geblieben. Da die Ingolstädter den Münchnern auch noch geholfen haben. Cornelius. Und Westermann zur Stelle. Westermann hier auch schon Publikumsliebling. Wechsel, Van der Vaart raus, Aslan rein. Ja, taktischer Wechsel, ein bekannter taktischer Wechsel des Trainers. Aber jetzt heißt das auch Taktikumstellung. Aslan dann eher in Tendenz Richtung Stürmer, 3-Sturm-Taktik. Götz und Kofler dazwischen. So, wir wechseln auch. Warum 3-Sturm-Taktik? Der Computer macht das grundsätzlich beim Hamburger SV, wenn sie Aslan reintun, dann stehen sie auf 3 Stürmer. Ich habe keine Ahnung warum. Salah rein. So. Ich bin ja schon fast dafür, dass wir Cornelius gleich auswechseln. Nicht, weil er schlecht spielt, sondern einfach damit Hartmann gespielt hat. Als Joker. Wechsel auch bei Ingolstadt. Warnewetsch raus. Salah rein. Auch taktischer Wechsel, hier wird auch angezeigt, ein bisschen tauschen, also das ist auch ungewöhnlich. Der FC Ingolstadt ja eher taktisch, doch sehr diszipliniert. Stunde rum. Und Skrelbert dazwischen. Jansen. Der bislang ja nach seinem Foul überhaupt nicht mehr aufgefallen ist. Der Linksverteidiger. Götz, also mehr als freistehen kann er nicht. Tah. Und jetzt kann es sehr fix gehen. Cornelius. Ah, gut dazwischen gegangen von Jansen. Badei. So, jetzt wechseln wir ihn aus. Jetzt wechseln wir Cornelius aus. Ja, okay, es war erst vor kurzem, wo wir... vielleicht wechseln wir ihn aus. Nein, jetzt wechseln wir ihn aus. Er hat sein Tor gemacht und... Passt schon. Günther. Und Hinterseher. Cornelius. Lecky. Lecky gut an Tah vorbeigegangen. Lecky wird hier ganz grob gefoult. Was sagt der Schiedsrichter? Er sagt rot. Götz fliegt vom Platz, aber sowas von verdient. Da geht der Spieler nie und überhaupt nicht an den Ball. Da geht er nur gegen den Spieler. Und damit geht er vom Platz. Wechsel jetzt auch noch Stürmer rein. Cornelius raus.
Dafür jetzt Hartmann von der Partie. Lekia direkt in die Mauer. Aber er hat den Ball immer noch und er macht das 2:0. Siebter Saisontreffer. Gegen die Mauer, nimmt den Ball dann doch nochmal und versucht sich da durch die anstürmende Mauer dann vorbei zu dribbeln und tut es. Lecky mit dem 2:0 und der Hamburger SV an der Ecke angeschlagen, würde ich sagen. Viertelstunde haben sie noch. Weil angeschlagen heißt noch nicht umgenockt. Lasorga. Und Aslan. Ach, so wird man vom Ball getrennt, ohne Platzverweis. Morales, ja, verliert den Ball gegen Skelbert, kriegt ihn aber direkt wieder. Der lässt hier nicht sich anfackeln. Hartmann. Hartmann! Da wäre es fast mit dem Joker-Tor was geworden. Wechsel beim Hamburger SV. Ja, jetzt merkt man. Lasogga raus. Rudnevs rein. Also nächster Stürmer. Der Hamburger SV mit einem 3-Mann-Verteidiger. Und das ist natürlich auch ein bisschen hartnäckig. Wenn du mit 3 Mann da hinten verteidigst, da kann auch mal sowas passieren. Die Ingolstädter nutzen das bloß nicht. Da fehlt da eine unten an der Ecke. Wo bis eben Götz stand, da steht keiner. Sutner. Und Lecky, ja, der fightet hier, der will hier den Ball um alles in der Welt, will er den Ball auch mit dem Foul holen, dass ich den. Ta. Immer noch Ta. Auf Iličić. Und Borussia Dortmund macht Hannover 96 erstmal platt, 4:0, also da ist die Messe gelesen. Hier ist die Messe noch nicht ganz gelesen, wir haben noch 2 Minuten. Aber ein Wunder, glauben wir weniger dran mittlerweile, glaube ich, da ist die Sache gegessen. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Also der FC Ingolstadt gewinnt gegen den Hamburger SV das Topspiel. Und damit sind die Hamburger aus diesem Titelrennen wahrscheinlich raus. Es gibt nochmal Gelb für Morales. Ja, so viele Fouls, das darfst du dir auch in einer Zeit nicht mehr erlauben. Da holt er sich dann die gelbe Karte, winkt das kurz ab. Merkt schon, ja, gut. 90. Minute. Skrelbert mal einfach drauf. Ličević einfach drauf. Und das war's. Ingolstadt gewinnt, verdient 2:0. Haben früh das Tor geschossen. Und anschließend dann nach halt noch in der 74. den 2:0 und damit dann das Ding zugemacht. Das war's hier aus Ingolstadt. Ja, und so kann es gerne in der Saison auch weiterhin laufen. Also, wir gewinnen gegen den Hamburger SV. Also, ja, ne, Bayern gewinnt auch, Dortmund gewinnt und Schalke gewinnt auch, aber das ist ja alles nicht so schlimm. Wie gesagt, wir machen das halt minimalistisch, wenn wir dann gegen den FC Bayern München oder so. Ne? Aber wie gesagt, es deutet sich echt darauf hin, dass wir wirklich jetzt doch mal das Ziel ändern sollten. Dänemark ist natürlich interessant. Ja, Hartmann haben wir eingesetzt, hat zwar nichts gemacht. Dänemark ist so ein Team, was mich grundsätzlich immer mal wieder interessiert. Das wäre, wo wir mal anheuern könnten, theoretisch. Aber wir lehnen trotzdem ab. Ich habe ja gesagt, die Nationalmannschaft interessiert mich nicht. Aber jetzt, Dänemark wäre zum Beispiel ein Team gewesen, da hätten wir wirklich anheuern können, theoretisch. Aber halt nur theoretisch. Wir spielen gegen Hannover 96. Die haben jetzt als letztes aber sowas von einen auf die Ömme bekommen von Dortmund, dass wir sie nur direkt mal gleich glatt, aber sowas von verunsichern. Ron-Robert Zieler auch nicht mehr dort. Der spielt nämlich beim FC Schalke 04 mittlerweile. Also noch mehr verunsichern geht kaum. Wir spielen damit den letzten Spieltag der Hinrunde. Dann ist auch die Hinrunde vorbei. Und Wintertransfers, ich weiß nicht. Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare heute schreiben.
ob wir noch Transfers tätigen sollten. Theoretisch, also ich, von meiner Seite aus, würde ich mal sagen, nö. Wir brauchen keinen Transfer mehr tätigen. Unser Team ist komplett, würde ich mal sagen. Auch wenn Cohen hier die Nummer 3 immer noch da im Team-Ranking hat, was mich ehrlich gesagt so ein bisschen wundert, warum. Und Brigerie jetzt nur die 19, also das ist auch sehr komisch, aber egal. Koffler auch mit der 21, das ist auch völlig, das ist ja alles so völlig irgendwie aus der Luft gegriffen. Levain zum Beispiel, es ist alles sehr komisch. Aber nun gut, wenn der Computer meint, dann meint der Computer das. So. Ja. Unsicherheit macht sich breit in Hannover und das nutzen wir natürlich aus. Wir spielen morgen gegen Hannover 96. In dem Torschützen-Ranking sind wir nicht dabei, aber wie gesagt, es ist nicht wichtig. Nach Ende der Hinrunde, fast Ende der Hinrunde, sind wir mit 36 Punkten so gut wie Tabellenführer. Nur wegen dem schlechteren Torverhältnis von 7. Sind wir es nicht. Aber andersrum, wir haben jetzt aktuell auf unser Ziel, auf unser Startziel, was gesetzt ist, 25 Punkte Vorsprung. Also da kann man wirklich, da können wir jetzt mal wirklich langsam eventuell das Ziel verändern, dass wir nicht sagen, oh ja, das muss jetzt Klassenhalt sein. Ich würde jetzt, obwohl wir haben 6 Punkte Vorsprung, ne? Wir machen jetzt auch wirklich Zieländerung hier, also grundsätzlich, ja, wir machen grundsätzlich Zieländerungen, damit wir nämlich unser Budget erhöhen können. Innerhalb der Transferphase, achso, können wir Mittel beantragen. Ja, also theoretisch können wir wirklich wegen Budgeterhöhung dann darauf hinauswirken, dass wir vielleicht noch so ein bisschen Geld kriegen, dass wir dann den noch kriegen sollten. Erst recht, wir spielen gegen Hannover 96, dann ist Winterpause sozusagen gegen den 1. FC Köln, ist Rückrundenstart direkt noch im Dezember und dann geht's gegen Hannover 96 erneut und das im Achtelfinale. Also, und danach geht's erst in die Transferphase. Dann geht's gegen Bayer Leverkusen in der Transferphase, deswegen ist es wichtig, wenn ihr heute schon das reinschreibt. Morgen gegen Hannover, mal gucken. Also, wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Ich hoffe, dass das echt alles klappt. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, dass ihr nicht eingeschaltet habt. Denn dieses Let's Play läuft ja noch ein bisschen. Also, bis die Tage. Ciao.